und gar nicht über irgendwas weiter nachdenken. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwie das hier spielen kann. Gollum. Aber irgendwie kann ich das nicht anmachen. Ich wollte es in Queue spielen, aber es geht nicht. Eigentlich sollte ich ab heute um 10 Uhr sollte das spielbar sein. Auf der Steam Store sagt er steht in 7 Stunden. Ja, aber vielleicht gibt es ja, vielleicht habe ich einen Code bekommen, dass ich es früher spielen darf. Aber das Game sieht, wie gesagt, bisher nicht so gut aus in den Gameplay-Reviews, Trailern etc. Und leider kann ich es auch nicht starten, sonst hätte ich jetzt ein bisschen in Queue gezockt. Vladimir. Okay, Pai kommt mal Botlane. Akshan Mitte, Sion Top. Also gehen wir Conqueror. Da gehen wir Cutdown gegen Sion. Aber Vladimir hat so viel Leben, es lohnt sich nicht. Der Bloodlord, ja. Bloodlord suck dry. Der Bloodlord wurde eingeloggt. Ja, lieber sofort ghosten, als später zu flashen oder so, wenn der Akshan mich chased und ignited, ne? Und Bot, der möchte direkt erweffen? Back to back! Solo Queue Games, die von Freude sprechen. Oder auf Freude hoffen lassen. Das Anstrengendste an der Situation ist halt, dass wir Map-Split auf Bot-Side haben. Weil Nidalee hat hinter uns gekauft, der jungelt. Nidalee dafür im Enemy, Kindle dafür im Enemy Jungle. Und dann ist auch super scheiße für Kindle halt zu spielen, weil sie jetzt auch nichts hat, für das sie arbeiten kann, weil Bot dann der 2v2 stirbt. Hier oben wird einfach in Ruhe die Wave aufgesaugt. Wenn Nidalee nicht gerade Top-Level wäre, hätten vielleicht diven können mit dem Play. Also ob Nidalee halt safe ganken kommt, wenn Kindred based. Und wenn die noch gewonnen hätten, verliert. Alter. Warum würdest du hinterher flashen? Warum würdest du hinterher flashen, Kindred? Das Gute ist, eine Candy Wave, Sound hat kein TP. Das heißt, er muss sie pushen und dann zur Lane zurück ulten. Er sollte sie aber nicht schnell genug pushen können, insgesamt. Oh, er geht dafür. Super, aber für mich krieg ich so viel Solo-Kill-XP. Ich krieg damit eine andere Wave-Situation hin, aber ist nicht schlecht für mich. Ich krieg die ganze Solo-Kill-XP. Was ist das Game? Warum ist Akshan auf einmal Top-Level, nur mich einmal zur Auto-Attack und dann wegzugehen? Ist er immer noch hinter mir, an der Wand dran oder so? Und ich würde sagen, ist persönlich das Schlechteste an dem Setup mit Vladimir mit Conqueror. Der Fakt, dass du halt wirklich Ghost gehen musst, um später zu teamfighten. Dich aufgrund dessen einfach weniger Damage in Lane machst. Oh. Kannst weniger leicht Platten verteidigen, so rum. Junge! Weil es halt ohne den Ghost nie Killpressure, ne? Kann ich nur dann Ghost killen, weil ich halt die ganze Zeit Conqueror-Stacks am Leben halte und dann den Solo-Kill rausspiele. Der erste Kill von unser Team. Solo-Kill auf der oberen Linie. Nahm den Zaun ausgesaugt. 5 Platten Botlane weg, eine Menge Kill-Yourself-Pinks, aber jetzt quasi zweimal Solo-Kills bekommen. Immer wichtig für uns natürlich. Einfach dead. Katze kann mir was töten. Ich würde sogar gegen Liliac schnell ich gewonnen ohne Sound. Und Sound ich noch. Krieg ich eine Q mehr durch und sie stirbt sogar. Ja. Absolut keine Ahnung, warum der Sound sich für Mercs entschieden hat. Also, wir haben so wenig CC, es ergibt aber keinen Sinn. Warte mal. Wenn ich ganz so gefühlt wäre, kann ich dann noch eine Q durchkriegen und vielleicht rauslaufen. War wahrscheinlich bin ich so oder so tot. Wenn er jetzt auch stirbt, wäre natürlich klasse. LOL, der war nicht in der Ult drin, ist ja geil. Das können wir gewinnen, oder? Jetzt Smurf nie wieder, nicht schlecht spielen, gut spielen. Wo ist der nächste Stun? Sehr geil. Und jetzt E. Nice. Ich verliere mit Top dann sehr viel, aber. Er steht halt. Die gehen dann mit 16 Kills. Ich muss halt irgendwie wilde Dinge versuchen zu kriegen. Warum habe ich denn die Q im Fog of War gehört? Das ist doch scheiße von Riot Games.
versucht, über die Wand rüber zu holen, der Bro. Ihr seht, wie ich einfach mit ihm mitgelaufen bin. Ich habe geghostet und bin deswegen durch seine E quasi durchgelaufen, weil ich schneller als er war. Deswegen immer Nimbus-Look auf Vladimir spielen, Chat. Weil wenn den Summoner aktiviert wie Ghost oder Flame auf Flash, kriegt er den extra Bonus-Movement-Speed oben drauf und könnt damit leichter engagen. Rechts von mir. Geil. Scheiße. Alles da aus der Reichweite laufe. Ich soll einfach gnadenlos den Turm durchtanken. Den Turm gnadenlos durchtanken und dann hinterherkommen. Weil der Recht hat eine Muskelbuffe nicht ganz aus, weil er die Buffe-Suite hatte und davor schon geflasht, dass ich zu weit weggestanden habe. My bad. Die Frage ist jetzt, gehen wir Cosmic Drive? Eigentlich ist doch die Antwort nein. Die Gegner sind 5 Squishies. Also 4 Squishies und ein Scion. Ja, der leider ist ein Team, der hat so viele Turrets und Drakes und so bekommen und er ja auch Top-Turm mit dem Herald Charge. Aber ich habe mehr XP und ich bin insgesamt der bessere Champion im 1v1. 2 Sekunden, mein Ghost. Der Kopmas Passive vor allem auch gestopwatcht. Gebet. Schade, ich noch Q durchkriege, aber ich war leider gesteht, um ihn zu killen. Und Akshan hat sein gesamtes Team wiederbelebt. Oh Mann. Na gut. Perfekt. Aber ich hätte unbedingt Objective Bounties, ne? Die Champions sind nicht mal so viel Gold wert. Gerade 150 Gold hat er noch die Katze collected. Brauchen den Turm, den Turm, den Turm. Müssten Drake Nash stealen, können gewinnen. Haben wir so eine Wave, dann gehen wir Base. Für Death Cap. Wenn ich ein bisschen mehr Damage vor ihm tanke, dann pocke ich halt Last Stand. Und dann mache ich Damage mit Last Stand auf ihn. Vielleicht war es ein Fehler von mir, mich hochzuheilen. Weil ich muss halt, weil ich heil mich halt, indem ich Damage mache mit Q, was soll ich tun? Damage muss ich auch machen. Der Fight ist so gut für uns, by the way. Wer nun zählt, wenn ich jetzt schon mal... Oh, ist der Jin wirklich in die Pass? Der ist so reported. Ich kann nicht eins machen, was ich gerade gesehen habe, dass er in die Pass reingelaufen ist von dem Dude. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Hätte ich carryen können, wenn ich Summoner Spells gehabt hätte früher. Vielleicht hätte ich Ionians gehen sollen. Ich würde bei Cosmic Drive schon nice, einfach wegen des Movement Speeds, ne? Gerade mit Conqueror Vladimir. Darf ich vielleicht nicht gierig sein und das Item verschmähen. Die Fights gehen auch recht lange, jetzt wo Kog'Maw auch mit Zend gekauft hat und so. Ich soll es wahrscheinlich gehen. Es wird sich lohnen. Danach direkt Void Stuff. Akshan Passive Liebe. Dass das noch in seinem Kit drin ist von dem Champion, ist auch wieder dumm. Ein richtiger Riot Games Engel. Ich stelle, wenn mich Medio speedet mit Shurelias. Ich kann mich einfach ehen. Not bad. Shit. Dann würde ich mit Jumus einfach rausrennen. Ich kann das nicht. Jetzt habe ich Ghost gewastet. My bad. Ich glaube, dass er mit Jumus einfach so leicht rauskommt, aber ja. Versucht irgendwas zu tun, während die Gegner das ganze Game dominieren gerade. Aber das war jetzt nicht mehr, den Ghost so zu benutzen, ha. Dann ultet auf mich rauf. Not here, not yet. Scheiße. Das sieht da cute. Sonnes ist so gut von ihr. Wenn sie es nicht macht, dann queue ich auf ihr. Meine HP-Zahl wieder nach oben und werde nicht von Pyke Gold executed. Trotzdem ist das Dream Case. Wir defenden hier halbwegs Nexus. Er wird kein Dämon schaffen. Und, okay, wenn jetzt nicht. Okay, er wird alle wiederbeleben, dann ist es auch scheißegal. Ja, whatever. Okay, nevermind. Wir haben alles gegeben, Chat. Ja, es war halt ein Game, ne? Wir wussten bereits natürlich auf Level 1, als der Nexus gnadenlos durchgepinkt wurde von Mr. Medio, dass das Game sehr hart wird. Ups, ich habe die Szene nicht gewechselt. Sorry, ich habe hier keine Hotkeys. Auf dem Setup habe ich keine Hotkeys wie zu Hause. Ja, life is rough. Go next.